Feldkirch ist gemessen an der Bevölkerungszahl die zweitgrößte Stadt in Vorarlberg. Sie grenzt an die Schweiz sowie an das Fürstentum Liechtenstein. Feldkirch hat eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtbilder Vorarlbergs. Einige Straßenzüge kennzeichnen heute noch den ehemaligen Verlauf der Stadtmauer. Von ehemals 4 Einlasstoren in die Stadt sind inzwischen nur noch 2 Stück erhalten. Besonders sehenswert das 1491 errichtete Kurator am Ausgang der Montfortgasse. Der Katzenturm gehört zu den Wahrzeichen Feldkirchs. Er wurde Ende des 15. Jahrhunderts erbaut. Sehenswert auch der historische Pulverturm. Er beherbergt heute das Vereinslokal des Österreichischen Alpenvereins. Die Schattenburg war lange Stammsitz der Grafen von Montfort. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts ist sie in städtischem Besitz und beherbergt unter anderem das Schattenburg-Museum. Dieses zeigt neben gotischer Kunst auch die wichtigsten Zeugnisse aus der Vergangenheit Feldkirchs. Im Bergfried ist eine Waffensammlung untergebracht. Die Dompfarrkirche St. Nikolaus wurde erstmals 1287 erwähnt. Sie gilt als bedeutendste gotische Kirche Vorarlbergs. Im Innenraum ist neben einigen Kunstwerken vor allem die schmiedeeiserne Kanzel sehenswert. Die Johanniterkirche von 1218 dient heute hauptsächlich als Ausstellungszentrum für zeitgenössische Kunst. Bemerkenswert auch das Vorarlberger Landeskonservatorium. Die Stella, wie sie im Volksmund genannt wird, ist eine der führenden höheren Musikausbildungsstätten im Bodenseeraum. Feldkirch bietet auch die Möglichkeit, die Freizeit aktiv zu gestalten. Interessant und lehrreich ist zum Beispiel ein Besuch im Wildpark. Dort leben rund 160 Tiere, die 18 verschiedenen Arten angehören. Feldkirch, eine historische Stadt mit breitem Freizeitangebot.